Guten Morgen, guten Abend und guten Mittag, meine lieben Friends, Family and all the other people on the planet to the minute. Heute mal wieder auf unserem Kanal zu einem neuen Pokémon Box Opening. Und zwar ist es unsere letzte Box Schimmernde Legenden. Bisher haben wir nur Scheiße daraus gezogen. Es tut mir leid, dass ich so rede, aber das kann man leider nicht anders sagen. Wir suchen die schimmernden Legenden. Das einzige schimmernde Legendenviech ist dieses Insekten-Genesekt, das wir gezogen haben, was ich überhaupt nicht feiere. Ich bin stinksauer und deswegen machen wir jetzt die letzte Box auf und ich hoffe, da kommt was Gescheites bei raus. Los geht's. Ich würde sagen, 5 Golddublonen. Ah ja, Friends, neues Overlay. Boah, vielen, vielen Dank auf jeden Fall an PM Custom Made. Sieht sehr, sehr fresh aus. Let's go. Oh, Digga, Karte ist direkt rausgefallen. Pikachu ist am Start. Raichu ist direkt rausgefallen. Doch noch das übergroße Raichu, das ist so groß wie mein Kopf. Zack. Dann haben wir hier noch, ey, die ist weggefallen. Einmal die wunderschöne Raichu-Coin, hier mit einem fetten Kratzer in der Mitte. Seht ihr den? Katastrophal wieder, Qualität on point. Danke Pokémon dafür. Dann einmal der Code für euch. Zack, boom, to the bank. Und 5 Boosters. 5 Boosters. Einmal das Raichu zur Seite. Verpiss dich. Dann natürlich die Karten in wunderschöne Hüllen. Damit wir das hier alles... Geht mir schon tierisch auf den Sack, dass ich daraus nichts Gescheites gezogen habe. Echt. So, Raichu, schauen wir mal kurz. Sandry Mentoring sieht katastrophal gut aus, tatsächlich. Sieht wirklich sehr gut aus. Kann man sich gar nicht beschweren. Und Rückseite sieht auch sehr gut aus. Alter, die Karte sieht flawless aus. Sehr gut, könnte tatsächlich eine gute Karte sein. Werden wir eh nicht einschicken, weil... Wofür? Pikachu auch sehr cool. Weg damit. So, jetzt bitte, Friends. Hier muss... eine geile Karte drin sein, sonst bin ich echt enttäuscht. Das ist unsere vierte Box, unsere dritte auf Deutsch. Wir haben bisher nur Müll gezogen. Nur Müll! So, Genesekt. Wenn wir jetzt noch ein Genesekt ziehen, dann bin ich so sauer. Wir fangen an. Einmal der Code für euch, falls ihr hier TCGO zockt. 1, 2, 3, 4 Karten nach vorne. Centering bei der Karte schaut aus wie wie ein schielender Mensch. Keine Ahnung. Katastrophal auf jeden Fall. So. Unlichtenergie. Hopp. Tali auf Deutsch. Ne, das ist gar nicht Hopp. Das ist der von der Generation davor. Tausch. Sehr wichtig. Wenn du fliebest. Mi Thunder. Digga, die Namen sind auch katastrophal, Mann. Von den neuen Pokémon. Plusle, die finde ich sehr geil. Bammelin. Kanimani, sehr, sehr geil. Das sieht wirklich sehr zuckersüß aus. Sehr nice. Kommt zur Seite. Quirtle. Iveltal. Reverse Holo. Und kriegen wir was? Raikou. Also ich freue mich jetzt nicht so, weil hier, ihr wisst Bescheid, ist immer ein Holo-Pokémon drin. Holo-Karte meine ich natürlich. Raikou, trotzdem sehr cool. Kommt nach oben. So, Genesekt. Ich will einfach diese Genesekt-Packs weghaben. Hoffentlich ist da was drin. Hoffentlich nicht das, was drauf ist, weil... Ja, Genesekt. Kanimani! Jawohl. Noch ein Feuerriegel wäre sehr cool. Mal auf. So, alles weg. Einmal der Code für euch.
Zack, boom, to the bang. 1, 2, 3, 4 Karten nach vorne. Feuerenergie. Schadens. Was? Schadenstransporter. Er transportiert die Schäden. Tali. The Hunt. Tausch. Kanimani, gerade schon gesehen. Hier ist was drin. Hoffentlich was Geiles. Criddle. Ich weiß gar nicht, was es hier für GX-Hits gibt. Pikachu. Okay, okay, okay. Jetzt haben wir den in Holo und in Non-Holo. Rossana. Knilz. Reverse Holo. Volpoball. Wack. Und was ist dahinter? Zoroark. Zoroark GX, man. Zoroark GX. Alter, die Karte sieht richtig cool aus. Ist leider nur ein GX-Viech, aber Zoroark, eins meiner Lieblingsviecher. Pokémon meine ich doch. Vorentwicklung sieht nochmal viel süßer aus, aber sehr coole Karte. Centering, rechts, links, hier ungefähr doppelt so groß wie hier. Nicht so schön. Oben, unten geht. Und Rückseite ist tatsächlich ganz gut. Kann man sich nicht beschweren. Aber noch kein dicker Pull hier. Hoffentlich kommt noch was. Friends, wir haben noch 3 Packs. Glaubt ihr, da kommt noch was? So, Mewtwo. Alter, dieses Mewtwo im Labor sieht schon echt krank aus. PM Custom Made, 3 Euro sagst du? Ich bin reich! Flammiau, sehr süß. Einmal die Karte für euch. Schön. Bier nach vorne. So, die Feenenergie. Ist hier was drin oder ist es wieder so eine Reverse Holo, die einfach nur Silvering sein Vater hat? Impergator, sehr, sehr geil. Alter, zweite Generation Kanimani war mein Lieb. Also, obwohl Kanimani und Feuerriegel. Feuerriegel ist auch sehr süß. Ramot, immer wichtig für Pokémon-Brütung. Schadenstransporter, schon wieder. Doch, man, da ist was drin. Friends, da ist was drin. Wir hatten gerade schon eine GX. Ist hier was Größeres drin? Flammiau. Ignivo. Felilu. Minun. Minun und Plusle gezogen. Auch sehr cool. Blunsch. Blunschlick. Reverse Holo. Energiezugewinn. Sehr spielstarke Karte. Und, Friends, denkt ihr, wir haben einen Hit? Denkt ihr, hier ist was Gescheites drin? Wir schauen. Boom. Digga. Ich dachte, jetzt kommt hier was Gescheites, was Cooles. Noch ein Raichu. Ich glaube, das haben wir sogar schon mal gezogen. Leider. Naja, Centering. Sieht gut aus. Oben, unten, oben. Schau, hey, das sieht schon wieder so krumm aus. Oder habe ich einfach nur einen Knick in der Optik? Nee, das passt eigentlich. Okay, aber oben trotzdem viel kleiner als unten. Rückseite, kein Silvering. Doch hier Pet Whitening auf jeden Fall. Schade, schade, schade. Aber sonst ganz cool. 2,10 Euro. Ja! Haben wir schon mal 5,10 Euro aus einer 65 Euro Box geholt. Ein kleiner Applaus für mich. So, dann machen wir Mew auf und hören mit Mewtwo auf. Bin echt gespannt. Ihr müsst belieben, Jungs. So, 1, 2, 3, 4 nach vorne. Auf geht's. So, die Faustenergie. Energiezugewinn, gerade in Reverse Holo. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen, wie immer. Doppel-Farblos-Energie. Tausch. Plusle. Sehr cool. Oh, Bisasam. Das ist tatsächlich das gleiche Artwork wie in den wie in den McDonald's Boostern. Oh, Bisa, Digga, Bisa. Bisasam, Bisa Knosp.
Da muss jetzt Bisaflor noch drin sein, oder? Plunschlick. Kanimani. Sehr starkes Pack. Pokémon-Züchterin. Und kriegen wir jetzt bitte eine schimmernde Legende. Bitte. Ey, bitte, bitte. Nur eine, bitte. Latios. Als Holo. Auf jeden Fall mein Lieblings-Pokémon. In Holo. Sehr cool. Aber leider nichts Schimmerndes. Oh, obwohl, bisher können wir uns eigentlich gar nicht beschweren. Zwei GX-Karten, zwei Holo-Karten. Holo-Karten sind aber immer drin. Aber wir machen weiter. So, Friends, letztes Pack. Drückt uns alle die Daumen. Wir schauen jetzt rein. Zack. Ich würde aber auch, glaube ich, komplett ausrasten, wenn wir das Mewtwo ziehen würden. Das wäre so geil. Vier Karten nach vorne. Und los geht's. So. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber da glitzert schon wieder was. Aber ich glaube, es ist einfach nochmal eine GX-Karte. Und das würde mich wirklich sehr aufregen. Also, Finsternis-Energie. Finsternis? Ja, Finsternis. Irokex. Pali. Was? Verkrümmungsenergie. Für die Verkrümmung. Flammiau. Ignivo. Karpilz. Sehr cooles Artwork. Sehr freundlich. Mizunder. Also ich hatte schon viel schlechtere Boxen. Zorua. Hier sehr, sehr süß. Die Vorentwicklung. Wirklich eins meiner Lieblings-Pokémon. Reverse Holo Tausch. Auch nicht schlecht. Und was haben wir dahinter? Entei-GX, Digga! Jawoll! Jawoll! Entei ist ein sehr geiler Hit. Entei auch an sich ein sehr, sehr geiles Pokémon. Leider keine schimmernde Legende, auch kein Mewtwo, aber Entei ist auf jeden Fall ein Hit für mich. Für mich persönlich. Ich weiß, Karte nicht so viel wert, aber für mich persönlich sehr, sehr, sehr geiles Pokémon. 1,80 Euro, genau das meine ich. Leider nichts wert, aber wirklich sehr, sehr cooles Pokémon. So, schauen wir uns ganz kurz die Hits an. So, Friends, heute, was haben wir gezogen? An sich war es wirklich eine gute Box. Also, wir haben viele Hits gehabt, aber leider keine großen Big Bangers. Aber wir schauen mal. Pikachu, Raichu als Promokarten, sehr cool. Dann die kleinen Bangers, Zorua, Kanimani, Bisaknosp, Bisasam, Pikachu, Kanimani. Wir haben, glaube ich, noch ein Kanimani. Dann Latios und Raikou in Holo. Und dann haben wir ein Raichu GX, Zoroark GX und unser Lieblingshit heute, ein Entei GX. Das sieht einfach so meisterlich aus. Sehr, sehr, sehr geil. Okay, Friends. Sehr nice. Friends, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hatten heute etwas mehr Glück wie bei den letzten Booster Packs. Boxen meine ich natürlich. Jedoch haben wir leider gar keine schimmernde Legende gezogen mal wieder. Und auch kein Mewtwo. Und auch kein schimmerndes Mewtwo. Aber Entei. Deswegen, wir können uns nicht beschweren. Box war ganz in Ordnung. Besser als die letzten auf jeden Fall. Ja, wenn es euch gefallen hat, natürlich Daumen hoch, dies, das. Abo, Mabo, Glocke, Mocke. Wie immer halt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Schönen guten Morgen. Und einen wunderschönen guten Tag und vielen Dank fürs Zuschauen.